So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Warhammer. Wir machen weiter mit der Kampagne und zwar der Alpha Paria. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wir hauen uns auf jeden Fall rein. Stufe 28 sollten wir sein. 32 sind wir, 4 Level drüber. Das ist auf jeden Fall gut. Das nächste Level ist auch nicht mehr allzu weit entfernt. Ich bin gespannt, wie lange die Kampagne noch geht. Nämlich, ich habe schon ziemlich viele Parts aufgenommen. Ja, ich weiß, es waren auch viele Nebenmissionen dabei. Aber trotzdem. Und jetzt haben wir endlich mal was in Gesundheit auch drinnen. Damit sich unser Charakter selber regeneriert. Na, dann gehen wir Gas. Talk to me, Magos. What do I have to do to wake up the Alpha Pariah from Stasis? My understanding is that the Stasis pods are stored in a colossal shaft. You must activate the retrieval mechanism at the cogitator first. I'll guide you through the rest after that. But there is something else. What is it? In loaded schematics, place a room near you as Uther's meditational chamber. I will take a look at it first. Uther's experiments, the mysterious origins of the pariah, the prophecy. I have bad feelings about this. I need more information. So, da drinnen ist etwas, was er unbedingt haben will. Ich mache euch das auf. Viel Spaß beim Lesen. Did you find anything interesting, Inquisitor? That would be an understatement. I wish we could discuss that without it leading to an immediate mind wipe. Wise thinking. I'm on my way to the Cogitator. I'm at the Cogitator. Our serfs digested the data pulp from the Uther's cogitators, and we have the registry number for the pod. I will call it up immediately. And then? The pod will be transferred to the Chamber of Awakenings. How long will all that take? The servitors will start the necessary protocols. They also provide clothes and rejuvenating tinctures for the subject. It will take some time, though. I don't really have much time, Magos. It is true. The readings from the stasis chamber are extremely disturbing. The fluctuation of warp energies indicates a greater manifestation. Okay. Sind wir jetzt bei Death Stranding oder was? Na gut, dann schauen wir uns mal hier um. Da ist auf jeden Fall mal ein... Ah, okay. Emperor, grant me strength during my greatest battle. Vorsichtig. Ja, ich habe was fast gedacht. Nahkampf. Kill the heretic. So, Nummer 1 ist einmal weg. Den König werden wir auch gleich da schlagen. Einmal diese Nurgelnester da oder Stöcke halt mal wegmachen. Boah, ist der fett und hässlich. Schaut euch die Wampe da oben an. Wartet, ich geh mal hin. Schaut euch das an. Wie fett und hässlich. War weg da von den Grünen. Die, Heretic. Nein, da werde ich sterben. Ja, da werde ich sterben. Ich habe irgendetwas habe ich gemacht. Ich habe nur keine Ahnung was. Ja genau, und der grüne Stahl trifft mich natürlich auch gleich. Alter.
Alter, was geht denn ab? Ich bin Level Up. Verraucht die da! Weg mit ihnen! So, der ist auch weg. Jetzt gehen wir mal auf ihn da. Jetzt ist er endlich weg da. So, regeneriere dich. Beruhig dich, alles ist gut. Schnell, 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 schnell. Kann ich ihn jetzt? Ja, jetzt kann ich ihn Saures geben. Ich hab sie mit allem, mit einem Schlag habe ich sie ausgelöscht. Weg, 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 weg. Alter, jetzt muss ich wieder die kleinen Viecher da zuerst töten. Okay, ich verstehe. Naja, ich komme nicht wirklich zur Regeneration. Vergiss es. Wie oft darf ich ihn sterben? Ich habe keine Ahnung. For the Emperor. Alter, wie viele kommen denn da? Ich bin schon wieder tot. Ja. Okay. Gut. So, irgendwas habe ich jetzt gerade gemacht. Geh auf den großen Fetten wieder los. Fuck. Alter. Okay, da kommt wer. Kommt die mir zu Hilfe? Oh, geh weg. Geh raus aus dem grünen Bereich. Weg aus dem grünen Bereich da. Die unclean. Mach den Nurgelstock weg. Komm, 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 komm. Weg, 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 weg. Kann ich irgendwo hin flüchten, damit ich kurz meine Ruhe habe? Die, Heretic! Weg! Mach den Nurgelstock kaputt! Mach den Nurgelstock kaputt! Alles auf den Nurgelstock! Ja, jetzt bin ich schon wieder tot. Okay, aber ich komme immer wieder retour. So, auf ihn. Kann ich ihn Schaden machen? Ja, sehr gut, okay, passt. Das nenne ich mal Bosskampf.
Ey, lass mich doch in Ruhe. So, ein bisschen Shield aktivieren. Aha, wir haben ihn bald. Einfach drauf, einfach drauf. Da wollte er sich komplett drauf regenerieren. Nix da, einfach drauf. Jawohl, wir haben ihn. Und was hast du gemacht? Du hast gar nichts gemacht, oder? Von seinen eigenen Fett gefressen. Inquisitor, the demon wasn't just banished. Its unholy essence has been utterly absorbed. It is unable to be reborn, not even in the Immaterium. Are you certain about that? The readings are conclusive. This changes everything, Inquisitor. I need time to evaluate the implications. And with the greater demon gone, part of a Chaos God has been destroyed forever. Soon she will be the most sought-after individual in the galaxy. Ja, das nenne ich mal Bosskampf. War die ganze Zeit da? Alpha, ah, das ist sie. Wie heißt die Mission? Der Alpha... Paria? Ja, keine Ahnung. Who are you? Where am I? I am an Inquisitor of the Holy Ordos. I've been looking for you for a very long time. You are safe. Do you know who you are? I don't know. I don't remember. Did I just kill this creature? You are the greatest weapon in the history of mankind, and you need to be protected at all costs. I can sense the power in me, but I can't control it. What is happening to me? Believe me, you are special. You can change the future of the Imperium, for better or worse. What is happening here? You have fulfilled your task, Inquisitor. From now on, I will continue to execute the orders of Uther Tiberius. Open this door now! There is no other optimal outcome which would guarantee the safety of the Alpha subject at this moment. To allow the Inquisition to take possession of the Alpha subject would threaten her very existence, which is conflicting with my sacred orders. This is heresy! This is the will of Uther Tiberius. I will protect her until she can reach her full potential. The Utherian theorem must be executed until... she is ready to launch stage 3 against the forces of Immaterium. I will find her. I will destroy you. I strongly advise that you leave now. The warp engines have been activated. Circumstances will shortly be suboptimal for living organisms. I will hunt down this ship and I will rescue her. I am looking forward to meeting you again in the future, Inquisitor. Omnis Zombie praised. Now leave. Tech Priest, I want you to open this door for me immediately. Time is running out. Navigational systems have been activated. The Martyr has turned on the warp engines. Geller shields are still compromised. I don't care. There is a 78.3% chance that warp travel will kill you. Then she will die as well. Collected data indicates that the Alpha subject could protect herself from the negative effects of the warp travel. Curses upon you, Uther Tiberius! Okay, das war komisch. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Also jetzt müssen wir sie auch noch finden. Und ich glaube, wir haben 2 Level-Ups, oder? 2? Kann das sein? Wir werden es gleich sehen. Alles in Gesundheit jetzt rein. Das ist unglaublich. So. Ja, danke.
So, Inventar. Passiv, bitte. Jo, 2 Punkte haben wir da. Das ist gut. So, was kann das? 150 auf maximale LP. Gewährt 10% maximale LP und 10% maximal Unterdrückungsbonus. Was kann das da? Zurücksetzen der Inkulatoren, Ablinkzeit bei Eintritt in den Warp-Status. Ja. Nehmen wir mal das und das. Somit haben wir mal 300 LP dazu bekommen. Das ist ja auch gut, oder? Was ist das? Okay, das ist Unterdrückung. Das ist dann auch Unterdrückung. Was kann das? Pro 10 Gehalt der LP gewinnt der Charakter einen Unterdrückungspunkt zurück. Ja, das ist auch nicht so schlecht. Ich hätte aber gerne mehr auf Regeneration, hätte ich halt viel mehr. Heilt 1,5 LP des Charakters pro 10 zurückgewonnene Unterdrückungs... Ja, Alter, was? Gewährt HP-Regeneration, Regenerationsbonus für Unterdrückung pro Sekunde, wenn die maximale LP des Charakters unter 50% fallen. Ja, ist auch gut. Ist auch gut. Sollten wir auf jeden Fall mehr reingeben, glaube ich. So, dann schauen wir mal. Inventar. Nein, warum? Ich drück doch nicht auf Sternenkarte, oder? Und wieder retour. So, Inventar, danke. So, dann schauen wir mal. Vergleichen bitte. Das ist noch immer besser, oder? Ja. So, das ist auch einhändig, ist aber auch wiederum schwächer. Da haben wir eine Laserpistole, aber die ist natürlich auch schwächer. Großaxt, die ist zweihändig. Gegenstandstufe 3. Fernkampf zweihändig. No. Das ist auch wieder 100 Munition, 103 Schaden. Ja, ich mache halt gerne mehr Schaden. Das lassen wir mal. Gut, das ist gut. Trefferpunkte haben sich erhöht ein bisschen. Bolter 116. Da schaut es, die ist zum Beispiel jetzt auch wieder besser. Hat aber 35 Munition nur. Das genauso. Und das ist aber Gegenstandstufe 33. Nehmen wir uns natürlich den da. So, wie schaut es da aus? Leider nicht. Was ist das hier? Zweihändig, zweihändig. Das ist eine kleinere Waffe, das auch 118. Das ist um 2 verbessert. Ja, warum nicht? Trefferpunkte steigen. Plasmakanone mit 118. Ja, dann nehme ich lieber die Plasmakanone natürlich. Plasmakanonen sind prinzipiell gut. So, das ist auf 93. Das sind Baupläne, die können wir gleich mal so nehmen. Einhändig diese Axt. Mal kurz wechseln bitte. Ja, scheint auch besser zu sein. Ja. So, das ist wieder so eine kleinere. Was ist das? Betäubungsgranaten. Was? Das sind Tarotkarten. Das können wir so einsammeln einfach. So, was ist das? Mine. Professionelles Signum. Das machen wir mal mit dem da. Das reine Ziegel. Ist das besser? Okay. Ist halt jetzt die Frage. Ich bin mir da nicht wirklich zu 100% sicher. Gegenstandsstufe 30. Ich gehe da halt auf die Gegenstandsstufe. Das ist zum Beispiel 31. Das können wir da mal reinhauen. Ja, lassen wir das so. Inquisitor, you have returned. What happened? I found the Alpha Pariah. Pariah? She is the weapon that could be our salvation or our total destruction. And I had to let her go. The Martyr is preparing to enter the warp. Is the Alpha Pariah dead? The Alpha Pariah is very much alive. She is still under Uther's protection, in a way.
What happens now? I have a strong suspicion that we have not heard the last of her. She has a grand destiny to fulfill. But I swear by the Emperor, should she turn against what I hold sacred, I will destroy her. Was, das war's? Ehrlich? Ich bin fertig mit... Was ist das für ein Ende? Oder kommt da noch ein Teil raus? Und geht's dann da einfach weiter? Na gut, warten wir mal, bis die Cutscenes zu Ende sind, würde ich einmal sagen. Und dann werden wir uns das dann weiter anschauen. Vielleicht kommt ja noch irgendwas, ich habe keine Ahnung. Aber dass das das Ende ist, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Na gut, die Credits lasse ich auf jeden Fall, die Leute da sollen auf jeden Fall geehrt werden. Der Patch, der neue, hat mir halt nicht so gut gefallen, aber das habe ich eh schon erwähnt. Dass das Energielevel auch auf einmal weg ist, das finde ich auch ein bisschen seltsam, aber ja gut. Na gut, dann drehe ich kurz mein Mikro ab, ich lasse die Credits einfach mal durchrennen und wir hören uns dann später nochmal. Wenn noch etwas kommen sollte, können wir uns das ja anschauen, ansonsten ist das Let's Play hiermit beendet. Gut, dann bis später. Ciao, ciao. We'll be right back.
Na gut, dann schauen wir mal. Nö. Nö, ich hab's wirklich geschafft, ich bin fertig. Das ist geil. Naja, gut, das Ende. Ja, ich hoffe, es kommt halt ein zweiter Teil raus. Für die PlayStation 5 wär's geil. Habe ich auch schon Bilder gesehen. Und wie Wirbelstürme und sowas ausschauen und Explosionen auf der PlayStation 5 habe ich auch schon alles gesehen. Schaut schon geil aus, da kann man nichts sagen. Schaut schon nur fett aus auf der PlayStation 5. Ah, die Xbox Scarlett kommt ja dann auch raus. Ich werde mir natürlich wieder die PlayStation kaufen. Nichts gegen Xbox-Spieler, um Gottes Willen, spielt's auf dem, was ihr gerne möchtet. Auf dem PC werde ich prinzipiell nie wieder spielen. Weil es mir einfach zu viel Geld kostet, den immer wieder aufzuwerten. Ich kaufe mir lieber eine Konsole und spiele auf der Konsole halt einfach immer weiter. Auch wenn die, also natürlich, der PC hat natürlich die beste Geschwindigkeit und Grafikmöglichkeit, die das kann keine Konsole rausholen. Allerdings, jetzt hat die PlayStation 5 und die Xbox Scarlett kommen raus. Und ich werde mir die PlayStation 5 kaufen. Und die soll ja abwärtskompatibel sein. Und dann werde ich mir dieses Spiel sicherlich nochmal zu Gemüte führen und das ohne Ladebildschirm. Es sollten ja gar keine Ladebildschirme mehr geben auf der PlayStation 5. Mal schauen, ob dieses Gerücht wahr ist. Ich bin echt gespannt. Ja, mit diesen Worten, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Das war's mit Warhammer. Tja, den habe ich auch noch nie gesehen. Der ist da einbaut, mitten in diesem Ding da. Das arme Drecksviech da oder was auch immer es ist. Wer ist denn das jetzt? Multiplayer. Okay. Ja, wir sind auf jeden Fall weit gekommen. Da sieht man, wo ich überall die Punkte reingeben habe. Verteidigung ziemlich viel. Trotzdem, der letzte Boss, der hat es mir echt gegeben. Charakter. Habe ich da irgendwas vergessen? Weil da wieder so ein Rufzeichen ist. Man kann ja auch viel über seinen Charakter lesen. Ah, Schatz, das hätte ich der Kriegsführung, Attribute, da hätte ich das alles reinhauen können. Zähigkeit, Alter, Bonus von 30% LP pro Sekunde auf Regeneration. Oh, schaut euch das an, pro Level. Auf das hab ich gar nicht geachtet. Na gut, wenn ihr euch das Spiel jetzt kaufen geht, dann wisst ihr es jetzt natürlich. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.